Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem zweiten Video für meinen Videoblog Glücksmanagement. Heute habe ich im Interview die wunderbare Susanne Schölzel. Habe ich richtig gesagt, Schölzel? Genau. Bei mir, und ich freue mich schon sehr, jetzt mit ihr über das Thema Glück zu sprechen. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage, beziehungsweise, ja, also herzlich willkommen, liebe Susanne. Hallo. Ja, die erste Frage wäre, was macht dich tief im Herzen wirklich glücklich? Ich mache ganz tief glücklich, wenn ich verbunden bin, wenn ich Leute um mich drumherum habe, die mich inspirieren, die mich weiterbringen, mit denen ich mich ganz doll verbunden fühle. Das können Freunde sein, das kann Familie sein, das kann mein Kind sein. Immer dann, wenn Kommunikation stattfindet, wenn Austausch stattfindet. Das ist was unglaublich Wichtiges für mich, wo eine tiefe, glückselige Freude in mir entsteht. Eine tiefe Verbundenheit dann auch sicherlich, ne? Mhm. Was macht dich denn in deiner Arbeit glücklich? In meiner Arbeit mit meinen Klienten macht mich glücklich, wenn die Leute selber losgehen. Wenn praktisch, also ich bin Ergotherapeutin und ich sehe mich eigentlich immer als eine Art Wegbegleiterin. Ich sehe meine Arbeit so, dass ich verschiedene Möglichkeiten aufzeige, in welche Richtung man sich weiterentwickeln kann, was möglich ist. Und darin begleite ich meine Klienten natürlich auch. Und die größte Freude, das größte Glück dabei entsteht eigentlich, wenn ich sehe, dass irgendwas davon ankommt. Das kann was sein, was ich vorgeschlagen habe, das kann aber auch was sein, was eine Mischung aus dem ist, und das kann aber auch was sein, was die Leute so ganz von sich selber entwickelt haben. Hauptsache, die Leute kommen wieder in ihr alltägliches Leben zurück. Und das, was ihnen wichtig ist. Mhm. Oh, sehr schön. Wie macht dich denn die Neurografik glücklich? Die Neurografik macht mich glücklich, indem ich mit ganz wenigen Formen ganz viel aussagen kann. Ich habe nicht den Druck, irgendwas Gegenständliches malen zu können, sondern ich habe nur so einige wenige ausgewählte Formen, mit denen ich arbeite und in denen alles drinsteckt, mit denen ich alles ausdrücken kann, mit denen ich alles sagen kann, was mich bewegt, oder in denen ich alles erkennen kann, was vielleicht vorher noch gar nicht so sichtbar gewesen ist. Und das ist eigentlich auch so was, was mich an Neurografik unglaublich fasziniert, dass viele Sachen im Kopf so ganz, ganz vage da sind als Idee, aber ich einfach noch keine Worte dafür habe oder es noch nie umsetzen kann, und dann sehe ich das plötzlich in irgendeiner Form und dann ist das wie so eine erhellende Glühlampe und es ist plötzlich da und dann denkst du dir, okay, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Es ist alles da. Ja, es wurde durch die Farben und Formen sichtbar, ne? Vor deinen Augen. Und man muss auch nicht zeichnen können, das finde ich das Tolle. Also dieser Anspruch von akademischem Zeichnen, ne, dass das in vielen andere einfach sich ändern kann. Das finde ich was ganz, ganz Wertvolles an der Neurografik. Dass so, ich erlebe das in der Arbeit mit vielen Klienten, wenn es um Arbeit mit Farbe geht, diese Abwehr, ich kann nie malen und oh Gott. Und alle möglichen Leute haben mir immer gesagt, das sieht furchtbar aus, was ich da male. Und schade um die Farbe. Nee. Und bei Neurografik ist es wirklich so dieses Wiederentdecken von der Freude mit dem Spiel, mit der Farbe und verschiedenen Formen. Mhm. Ja. Schön. Schön, dass du dazu gefunden hast. Ja, bin ich auch unglaublich dankbar dafür. Sag mal, Susanne, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist die nächste Frage. Viel Bewegung in ihrem Leben. Ich bin jemand, die ganz viele Ideen hat, die ganz viel Energie auch hat, um diese Ideen irgendwie zum Leben zu bringen. Und ich kann gut andere Leute anschieben und anstupsen, sich weiterzuentwickeln, Sachen neu zu bewerten oder zu überdenken. Ja. Super, schön. Und was hast du selbst davon, dass es dich gibt? Was habe ich selber davon?
Ich kann mich gut in andere hineinversetzen und ich kann damit praktisch halt gut das umsetzen, was ich eigentlich machen möchte. Und in dieser Art und Weise, wie ich bin, dass ich praktisch halt so, ja, so vielseitig halt auch interessiert bin und unterwegs bin und so viele Projekte halt immer wieder am Start habe, passiert einfach auch ganz viel in meinem Leben. Okay, also durch die sozusagen Interaktion auch erkennst du auch vieles für dich selber. Mhm. Also das hast du selbst davon, kann man sagen, ne? Okay. Ich kann auch sagen, dass ich eigentlich mit jedem Klienten, mit dem ich zusammenarbeite, selber auch wieder ein Stück wachse. Ja. Okay. Mhm. Ja, und die letzte Frage wäre, hast du eine Vision für dein Leben? Ich möchte ganz gerne mein Heilersein noch mehr ausgestalten und mehr leben können. Und mehr mit meiner Arbeit verbinden können. Momentan bin ich sehr körperlich eher so auf einer psychischen Ebene arbeitsmäßig eingebunden. Und mir fehlt immer noch so ein Stück weit so dieses Spirituelle. Mhm. Und das möchte ich ganz gerne in meiner Arbeit mehr mit einbinden. Oh, das klingt toll. Also sozusagen Radiuserweiterung. Ja, ganz gewaltige Erweiterung. Ja, super. Also wir haben es richtig gut in der Zeit auch geschafft. Dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Susanne, für dieses Interview. Gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, und ich danke euch Zuhörern, Zuschauern, dass ihr dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Tschüss.